Ja, hallöchen meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Omori. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja so einen kleinen Real-Life-Part, was es darstellen sollte, ich denke mal Real-Life. Und jetzt sind wir wieder im Whitespace angekommen, in der Traumwelt, Fragezeichen. Glaube ich zumindest mal, dass die Traumwelt ist. Wir spielen wieder Omori. Ich schätze mal, das ist von Sunny irgendwie Traumgestalt oder so ein Kram, würde ich mal schätzen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt hier. Hast sich jetzt irgendwas geändert, durch dass wir jetzt in der realen Welt irgendwas gemacht haben? Oh, what the fuck? Hangman, collect the keys to fill in the blanks. Incorrect keys will be discarded to the right. Okay. Okay. Aha, in the quest near a stump on a shrouded old bridge between giant pinwheels, near a cast of cartridge, underneath a red pillow, within the large frame, beneath a trap door, in the lost pirate's frame, lying in a dark cell, trapped in the pink cage, in a hall of red faces, far below a big stage, spending time with a frog, near a game of roulette, amongst other oaths. In a water closet, in a small moving room, at the end of a blank, within the live shell, in the large bubbly tank, surrounded by goo, captured in a steel trap, in the gut of a well. Okay, at the end of a map, Pinocchio oder was hier, gut of a well, in a field of white snow, past the end of the road. Press LB to open the Hangman menu. Something fell dabei. Soll ich euch was sagen? Das klingt gerade irgendwie der knurrende Marken von Omori. Ich glaube, das hat was zu bedeuten. Hat sich noch was verändert? Ja, dieses komische Ding da ist noch da. Meow, waiting for something to happen. Ist hier irgendwo, hier sind wieder die roten Hände. Ja, die sind rot, nicht schwarz. Oh Gott, sind es wieder. Irgendwas ist hier. Bäh. Irgendwo ist hier irgendwas runtergefallen, wenn ich nicht wüsste, wo. Ah, hier. Was ist das denn? We found a map. Oh. Aha. Okay. Das ist anscheinend die Welt quasi. So ein bisschen. Dann und drunter ist da irgendwie. Ich dreh grad meinen Kopf. So aus wie eine Stadt oder sowas. Gefühlt. Und da links ist, glaube ich, wie viel Buchstaben wir gefunden haben. Gefühlt. Press RB to open the Headspace Map. Ah, Headspace heißt das, wo wir sind. Okay, und ja, mein RB funktioniert nicht ganz richtig, aber ich glaube, das brauche ich eh nicht so oft. Von daher, gemäß theoretisch eigentlich. Welche Taste? Raus hier oder? A white dog hits the fan shadow, but you directly to open the door. Ich frage mich eigentlich, ob die anderen in das White Space können. Die anderen Charaktere. Müsste ich gleich mal ausprobieren. Mori, thank goodness you're here. Ever seen Basil? We can't find him anywhere. We should go to Mary, you're okay. She's been very sick. Die beiden auf an der Tür und irgendwie auch nicht gewesen an der Tür. Where are you going, Mori? Let's go see Mari. She is very sick about you. Okay. Also irgendwas, können wir vielleicht das Ding hier? Mit der falschen Taste. Irgendwie bin ich gerade verwirrt mit irgendwie mit Tastenbelegung. Ich weiß nicht warum. Zzzz. Going out, Amori.
You set allowance for today. Johann de Klemps. 281, okay. Warum ist hier so rot und Kram? Boah, Alter, du bist gerade verschreckt. Glaube ich, wartet oder so. 11 Keys left. Okay. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie besser das Haus, ha? Gefühlt. Das ist jetzt schon wieder magisch, mal gucken. Ab hier wird es ziemlich blind, weil ich glaube, bisher haben die Leute nie weitergespielt. Omori, ja, okay. You are okay. Oh. Don't worry me like that. Wer ist Basil? Also ich weiß nicht, ob ich dir trauen soll, Mädel, weil du irgendwie an der Tür so komisch drauf hast. It's not with you, Omori. No, I'm afraid not. The last thing I remember was starting photos with Basil in his house. And next thing I know, I wake him up in neighbor's room with Audrey and Carol. At least we found you, Omori. But I hope Basil is okay. Who's going to protect him if we are not there? Don't be such a downer, Audrey. We found Basil for sure. You're absolutely right, Carol. It's at times like these when we gotta stay positive. Why don't we go back to Basil's house? Hab ich auch gerade schon gesagt. There might be something that we missed. That's his spirit, hero. And as always, I'll be here if you need me. Okay. Dann wollen wir mal. Incomplete Basil, incomplete stuff, toll. Where could Basil be? I thought he was with you, Omori. You last spotted him at his house, right? Maybe you should trace your steps. Also, ja, okay, ja. Hope to have helped you just a little. I'll be here if you need me. Okay, Gott, speichern. Speichern. 2 Stunden, 16 Minuten schon. Habt ihr eigentlich irgendwas Neues zu sagen? Going to swing to the moon. Come on, and put your head. Okay, ich hab glaube ich nichts Neues zu sagen, gefühlt. Ich kann die Rutsche bei einkaufen, ne? Darf ich mir sagen. Hello, my customer. Bye. Also. Was kaufen wir denn? Candy. Nummer 2 Stück. Apple Juice, nehmen wir mal 3 Stück. Und ganz schön teuer. Den Rest hebe ich mir auf, glaube ich. Diesmal der Beschleuer für auch sein blödestes Speed. Na komm, gehen wir uns mal. So. So, Train Station, Pinwheel Force, Basis Haus. Gehen wir mal zum Haus. Oh. These flowers, they are already dying. We should do our best to take care of them until Basil gets back. A flower. Would like to water the plants? Yep. Achso, ich muss jetzt bewegen, okay. So. Dann machen wir das mal eben für Basil. Hier ist anscheinend alles in Ordnung, so wie es ausschaut. Wir sollten draußen, glaube ich, mal eben. Wahrscheinlich kann ich wirklich nur die gießen, die auch River sind.
denke ich mal. Ich schätze mal, es ist eine Sidequest oder sowas, das zu machen. Und ja, es gibt eben auch verschiedene Enden in dem Spiel, verschiedene Routen. Flower. Mori hat keine Ahnung von Blumen. Okay. Ja, was ist das nicht? Ist wieder Mary? Ja. Nee. Sind wir eigentlich eine Folge halt soweit? Ja, sind wir. Okay. Und ich werde mal eben kurz speichern. Nochmal eben. Wir sind immer noch im Prolog. Also, der Prolog geht ganz schön lang. Okay. Yeah. Dabei ist das schwarze Vieh eben gewesen. Well, there doesn't seem to be anything out of the ordinary. Do you think Basil just left somewhere without telling us? I don't know. That doesn't sound like him. He's literally so considerate about these things. Guys, I'm really worried. Is there nothing we can do? What if we can't find him? What if he's in danger? Stay calm, Aubrey. I'm worried too, but that won't solve anything. Let's go look around the forest. Maybe he wandered off and got lost. Yeah, cheer up, Aubrey. We found Basil. You guys are right. Okay, we gotta keep our hopes up. Let's go look for Basil in the vast forest. Okay. Das ist irgendwie so eine Art schwarzer Fleck oder Riss oder was das darstellen soll. Vast Forest, okay, jetzt geht's wahrscheinlich erst richtig los hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn dieser Vast Forest nochmal gewesen? Sind wir nicht durchgelaufen gerade eben durch den Vast Forest? Oder so? Hey, komm. Man sollte halt nicht an der schmalen Einmündung rennen, das ist keine gute Idee. Ich gehe einfach mal rückwärts, würde ich mal sagen. Irgendwie. Dann mal schauen. Ich hoffe gerade richtig. Ich habe so keine Ahnung. Also, Pingelfrost vielleicht. Vast Forest. Okay, hier können wir sogar hin. Das sind nämlich ein bisschen an Kinder im Haus irgendwie, die Dinger. Ist das dein Gegner? Das ist der Hase? Ich mach den Grafik-Stil von dem Spiel. Das ist ein Vogel. Ein Vogel, ein Papagei, was du bist. Basil! Basil, where are you? I know. I bet my pet frog will know what to do. Hector, be a good boy. Go find Basil. You tried your best, buddy, but your best but not your best was not enough. Pet is a later. This is not time for to fool around, Ken. Hey, why you? Hector was just trying to help. Let it go, you two. We need to keep ourselves focused. Focused, Joma. Squawk, squawk. Rechts oben, Pinkle Forest. Squawk, squawk. Rechts, Foggy Bridge. Ah, da ist da auch noch ein Dingens, ne? Du bist ein Gegner. Gehen wir jetzt ernsthaft gegen Hasen? Forest Bunny, oh Gott. Dim, dim, dim. Aua, der macht ganz schön Schaden.
Der macht ganz schön Schaden. Ich erst mal gucken, wie viel er aushält. Ich habe schon gelesen, dass okay, das geht. Das Spiel soll nicht ganz so leicht sein. Und tschüss. So. Listing XP for Clans. Clans. Wie auch immer. Ich weiß nicht, glaube ich noch nicht heilen. Amore herfliegt, ich habe hier meine Meinung nach. Hey. Also warte mal. Komm erstmal nach rechts, sofort gebrüllt, weil da war angeblich ein, glaube ich, ein Dingens. Irgendwo ein Key. Wie Gott, Dandelion. Sind das irgendwie so aus wie Schatztruhen oder so? Das ist ein Dandelion. War das nicht eine Blume oder so? Toll. Ach da. Das ist ein Goblin-Effekt. Removes emotion from a friend or foe. Naja, okay. Ja, Quatsch. Zwei Gegner. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sicherheitshalber. Du greifst das Vieh an, das ist am schnellsten tot. So, du machst jetzt folgendes. Du machst jetzt Stab auf den Blast Stop Mall. Du, ich glaube, Ding sollte mal geheilt werden. Candy und du immer, also Cal. Cal wird. Du greifst an. Und du gardest mal eben. Ah, Mist, sehr gut. So, dann greifst du an. Du wirst mal eben kurz nochmal eben ihn heilen. Greifst an. Ja, du greifst den an, du greifst den an. So. Echt gar nicht so mega leicht, das, die Kämpfe. Das muss ich zugeben, das ist echt hart. Bevor es Omori mir verreckt und Toast wird, ist besser. 34 EP, 6 Slams. Gibt es noch ein Level? Ne, noch nicht, ne? Ne, bis da noch ein bisschen. Okay. Da geht's irgendwo rein. Gefühlt. Big Bone. Ach. Candy. Nice. This. Big Bone. Nourishment. Shelter. Small Bone. Big Bone. Big Bone. Ja, gerade Hunde-Rebelle, wie ist nix. Irgendwie. Anscheinend ist das irgendwie ein Nebenquest bedingt. Och, ernsthaft, Leute. Ich glaube, bei dem werde ich es nicht draufhauen. Aber. Ja, das ist eine Runde und der ist down gewesen. Sehr schön. So, wir haben 20 Minuten voll, Leute. Ich würde mal sagen, ich mache mal hier einen Cut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Omori. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.